Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Crate Live. Und zwar, wie man sieht, wir werden heute die Mechanik da hinten zusammenbauen. Und ich sage gleich, die Folge wird lang und sehr frickelreich. Also wir werden uns ein paar Mal verbauen und wieder alles abbauen müssen und neu konstruieren müssen, damit wir das eventuell so in diese Richtung bekommen. Und ich habe mir gedacht, dass wir dann in der nächsten Folge, also dann ja, in der nächsten Folge, vielleicht noch das Zeug hier hinten brennen können, sozusagen, damit wir das nicht vorne machen müssen, damit wir hier alles haben, was wir brauchen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich nach dem Intro. Wer mich nicht kennt, der kann mich natürlich gerne abonnieren. Dann landen und die Glocke nicht aktivieren, genau, dann ja, so habt ihr immer Informationen über das nächste Video. Ihr könnt uns, ja, ihr könnt mich natürlich auch auf dem Discord besuchen, das ist natürlich auch möglich, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ich würde sagen, wir starten hier gleich, es gibt auch demnächst wieder Minecraft Livestream, da können wir zusammen bauen und da würde ich mich freuen, wenn ihr mich dabei besucht. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung und ja, ich würde sagen, wir starten nach dem Intro. So, wie jetzt schon in dem ja, in der Begrüßung gezeigt, werden wir jetzt hier das finalisieren und erstmal einen Funktionstest machen. Ich hoffe, das dreht sich jetzt schon mal in die richtige Richtung. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt mal hier einen Button dran. Mal kurz kontrollieren. Raus. Okay, gut. Ich teste jetzt mal. Ich mache mal einen Test. Und dann werden wir ja gleich sehen, ob das funktioniert. So, final. Also erstmal ein Test. Oh, das Problem ist, der kommt nicht. Ach so, ah. Okay, gut. Ja, okay, das funktioniert schon mal nicht. Denn dieser... Ach so, guck mal, das haben wir falsch gemacht. Das ist natürlich jetzt auch wieder blöd, weil... Das hier muss ja nach dahinter. Der Piston... Ja, das ist ja blöd. Okay, wir müssen das hier oben noch mal eins nach hinten versetzen, weil wir sonst ja gar nichts verschieben. Wir müssen... Okay, dann können wir natürlich auch hier unten noch Sägeblätter dran machen oder ein Sägeblatt unten dran machen, weil, wie gesagt, dann können wir das noch mit einem Chassis machen. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Okay, gut. Ich baue das mal um und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich habe das jetzt quasi vorgesetzt. Die Radial Chassis sind in der Richtung gelegt. Haben wir unten halt quasi eine komplette Reihe voll Sägeblätter. Der Piston, der ist hier fest. Und ich hoffe, dass ich jetzt das Ding hier nicht anklebe. Wahrscheinlich, weil ich habe jetzt nämlich, glaube ich, auch Kleber drunter. Das dürfte vielleicht gar nicht, das weiß ich nicht. Ich drücke einfach mal hier und dann werden wir ja sehen, was passiert. Nämlich gar nichts. Und ich vermute mal, dass der, dass das Problem, ach so. Okay, warte mal, wir haben, ach nee, das können wir doch gar nicht machen. Wir müssen, das ist ein bisschen blöd mit dem Kleben, ne? Weil wir haben ja jetzt quasi auch den Radial, quasi diesen Sequenced Gear Shift mit angeklebt. Und theoretisch auch das Stückchen hier. Das dürfen wir aber nicht mit ankleben. Das heißt für uns, wir müssen mal schauen, wie wir, wahrscheinlich müssen wir dann die nochmal abbauen von innen. Das ist schwierig. Wir hätten wahrscheinlich, also ich vermute mal, wir hätten das Wasser als zuletzt dran machen müssen. Aber, ja, mal gucken. Man lernt ja nicht aus. Das ist ja quasi Lehrgeld sozusagen. Jetzt habe ich nämlich hier auch schon wieder zugemacht. Ich muss ja hier nochmal rein.
Da baue ich jetzt quasi erstmal das ab. So. Okay. Kurz noch ein bisschen Luft holen. Die Säge einsammeln. Und wir sind Schleim wieder dran. Komm, komm, komm. Wir brauchen nämlich Schleim nur auf einer Seite. Und zwar nur vorne. Ach cool. Wir können jetzt hier in das Ding reinschwimmen. Das wollte ich aber nicht. Jetzt kontrollieren wir nochmal. Nicht, dass wir auf der anderen Seite auch Schleim haben. Das ist gut. Wir brauchen theoretisch bloß auf einer Seite Schleim. Beziehungsweise... Die hängt da dran und die hängt da dran und das klebt da dran. Okay, gut. Das sollte funktionieren. Jetzt setze ich die Sägeblöcke wieder dran. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann könnten wir ja nochmal einen Test machen, ob das jetzt funktioniert. Achso, nee, warte mal. Wir müssen erstmal wieder die Dings verbinden. Warte. Wir können das schon mal dran setzen, wenn es geht. Hier so einen hinmachen und dann zack. Ach nee, verdammt. Eins zu früh. Eins zu viel meine ich. Und der Nachteil ist natürlich, dass wir... Mann, das ganze Wasser. Ey, wir hätten das mit dem Wasser echt später machen müssen. Das nervt ohne Ende, sage ich euch. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir machen nochmal einen Test. Erstmal schauen. Ja, ja, 5 Blöcke. Fünf Vorwart und 5 zurück. Wieso funktioniert das nicht? Der Piston ist ja eigentlich nicht angeklebt. Wir haben den oberen Chassis, haben wir ja hier angeklebt, hier so. Und dieser klebt unten an dem Zahnrad. Und das Zahnrad da hinten klebt auch hier dran. Wieso steuert der quasi jetzt diesen Piston nicht? Das verstehe ich nicht. Der dreht sich auf jeden Fall. Aber der drückt den nicht nach vorne. Das hat er aber vorhin gemacht, auf jeden Fall. Ich erkenne jetzt das Problem nicht so richtig. Gut. Das heißt, ich muss gleich noch mal ein bisschen tüfteln. Dann gleich mal sehen. Und ich würde sagen, ich versuche das mal rauszukriegen, was hier den Fehler verursacht. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, wir haben jetzt... Ich habe jetzt das mal unten abgebaut. Und wenn ich jetzt hier den verschiebe, dann klappt das zumindest schon mal. Wir müssen, glaube ich, mit der Wrench auf jeden Fall noch sagen, dass er... Warte mal, dass man konnte irgendwo... wo war denn das? Ach ja, genau, richtig, hier. Moment. Dazu muss ich mich mal ganz kurz ein Stückchen hochbauen. Vielleicht hat das damit was zu tun. Warte mal. So. Weil, wenn wir nämlich jetzt mit der Wrench mal hier hingehen, das sieht man ja, always place when stopped. Und wir wollen das ja aber nicht. Place only starting position. Place only when anchor destroyed. Place when stopped. Place only starting position. Place only in starting position. Ich weiß gar nicht, wie wir es drüben eingestellt haben. Place always when stopped. Gucken wir mal, ob das vielleicht dann daran gelegen hat.
Der hat doch eigentlich hier gerade was abgesenzt, oder? Kann das sein, dass... Oh. Es sieht aus, als würde der gar nichts abernten, oder? Hier müsste doch was... Da müsste doch in der Reihe etwas fehlen. Warte mal, geh nochmal hier hoch. Dann wären wir... Ach doch, doch, alles klar, da fehlt was in der Reihe. Gut, okay, okay, okay. Ich dachte schon. Jetzt müssen wir mal schauen, warum der jetzt quasi das hier nicht mitnimmt. Ich setze jetzt unten nochmal den Glasblock hin, weil ich habe den weggemacht, weil ich dachte, dass es eventuell daran liegt. So. Okay. Wenn der Glasblock da unten ist, dann geht das nicht. Wenn ich den hier hinsetze, dann geht's. Das heißt, wir werden die Glasblöcke hier unten wegnehmen müssen. Dann setzen wir die Glasblöcke weiter vor. So. Die müssen wir leider auch nochmal wegnehmen. Aber das Problem ist halt... jetzt. Nein, jetzt liegt die Säge da drin. Komm her, du Säge. Okay, dann machen wir das anders. Oh Mann, und das ständig dieses Wasser, das nervt ohne Ende. Okay, gut, so, pass auf. Glasblöcke setzen wir hier hin. Die machen wir später. Ich mache jetzt erstmal, ich setze erstmal die Blöcke hier hin, weil wir die schneller wegnehmen können als Glasblöcke. Und die kriegen wir auch wieder raus. Das heißt sozusagen, wobei, warte mal, wir könnten ja theoretisch, doch, wir müssen die Red-Yale-Chassis, ich das so jetzt drehe, ja, das sollte gehen. So, dann machen wir die hier hin. Machen wir es schon mal zu. Fließt erstmal hier kein Wasser lang. Das ist blöd, dass ich das da abgeerntet habe. So. Okay. Das passt soweit. Jetzt müssen wir erstmal wieder reinschwimmen, um dort die... Ich gucke erstmal, ob das noch funktioniert. Das geht, okay. Jetzt könnten wir ja theoretisch alle anschleimen, oder? Oder? Können wir die anschleimen? Oder wollen wir die nur auf einer Seite anschleimen? Ich glaube, an einer Seite anschleimen ist erstmal besser, bevor wir wieder den ganzen Mist abbauen. Das heißt, wir nehmen mal den weg. Nein, den müssen wir auch wegnehmen hier. Und wagen uns mal wieder in unser Wasserbassin hier rein. Zack, bis hinter mal alles abgeerntet. Ach nee, jetzt haben wir es doch schon wieder. Oh, Mann, oh. Okay, ich fummel hier die ganze Zeit rum und setze es mal wieder falsch. Wir müssen aber eins weiter vor und ich habe schon wieder die zu weit hinten gesetzt. Das darf nämlich nicht sein. Auf der Höhe müssen nämlich die, die Sägeblätter sein. Ich baue das jetzt fertig und wir sehen uns gleich. So, jetzt habe ich es erstmal so umgebaut, dass vorne alles frei ist. Damit kein Block oder so mit dem Chassis verbunden ist. Zumindest funktioniert das schon mal. Ich habe auch vorne schon alles angeschleimt. Ich habe es übrigens auch so gemacht, dass ich eine Reihe weggenommen habe. Das heißt, ich habe hier Glasblöcke gesetzt, um das Wasser wegzumachen. Und damit das alles ein Stückchen nach ja, vorne rutscht, sozusagen. Und jetzt werde ich versuchen, die... gucken, ob ich noch so viel Dings habe.
Jetzt werde ich versuchen, dass ich erst einmal die Blöcke so setze, dass das Wasser, wie gesagt, dann gerade nach unten fließt. So zum Beispiel. Dann stört mich das Wasser nämlich erstmal nicht mehr. Na, wir setzen jetzt nochmal die Blöcke. Dann fließt das Wasser hier in diese Rinne und läuft erstmal nicht überall hin, wo wir es gar nicht hinhaben wollen. Na, das ist schon mal ganz gut, muss ich sagen. Das passt. Und jetzt werde ich restlichen Glasblöcke wieder hier hinsetzen, weil ich dachte erst, dass die eventuell, dass es daran liegt. Wir werden das jetzt nochmal testen. Hallo? Mist, jetzt komme ich hier nicht. So. Naja, egal. Kann ich den Button drücken? Okay, das funktioniert schon mal. Perfekt. Ich werde hier mal noch einen Gang machen. Wir müssen sowieso dann einen Gang hier hinten machen. Weil ja 12 Blöcke das nach vorgeht. Jetzt sind es ja, glaube ich, nur noch 11. Ne, doch, es sind 12 Blöcke. Zur Not machen wir da halt noch eins dran. So, und jetzt setze ich die Sägen wieder hin. Toll, die bewegen sich natürlich in die Richtung. Warum halt auch nicht? Kommen wir da wieder raus. Beginn einfach mal hier, die Sägen dran zu setzen. Wenn sich nämlich jetzt nicht nach vorne bewegt, dann scheint die Glasblöcke irgendwie was zu stören. Warum? Wieso bewegt denn der? Ist das witzig? Der hat oben komplett alles mitbewegt. Aber wieso? Also stört das doch, wenn das die Glasblöcke dort dran sind, ne? Das ist natürlich richtig kacke. Das heißt, wir werden die Glasfront wohl hierhin machen. Erstmal die ganze Map bewegen, weißt du? Okay, so funktioniert es schon mal. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir da oben natürlich... doch, es ist genug Wasser da. Okay, alles klar. Das heißt, ich werde die Glasfront jetzt wohl dann doch nochmal ein Stückchen hier vorziehen. Beziehungsweise... Ich finde es ja blöd, dass der diese... Dass der die Blöcke da nicht hinnimmt. Oder wir nehmen die Glasfront, weil wir haben ja jetzt... Ah ne, dann stören wir wieder das Wasser. Das läuft dann... ach Mensch, ist das schwierig. Ist das schwierig. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, wie wir das mit den Glasblöcken machen. Hier können wir keine Glasblöcke drunter setzen. Weil sonst schieben wir wahrscheinlich die untere... Pass auf, wenn ich nämlich jetzt hier einen Glasblock drunter setze... Funktioniert das bestimmt auch nicht mehr. Doch, das geht. Das heißt, wir setzen... Wir dürfen quasi bloß keinen Glasblock auf die Dings draufsetzen. Auf die Sägen. Ah, das war nämlich das vorhin, was gestört hat. Dann machen wir hier zu. Dürfen wir hier bloß keinen Glasblock hinsetzen, weil wir wahrscheinlich dann das stören. Machen wir das so zu und hier so. Dann bleibt das halt offen. Hier machen wir auch zu. Können wir immer nochmal eine Kontrolle machen, ob es immer noch geht. Das scheint zu funktionieren. Ich hole mir nochmal ein bisschen Glas und dann sehen wir uns gleich. Okay, wir sind soweit, dass es jetzt funktioniert. Ich habe das soweit alles eingerahmt mit Glasblöcken. Und das hier lasse ich frei, weil wie gesagt, das ist, wenn der hier dran ist, dann, der ist halt quasi hiermit verbunden sozusagen. Und dann würden wir theoretisch alles verschieben. Das wollen wir natürlich nicht. Ich mache nochmal einen Test. Ich habe jetzt hier unten die Glasblöcke reingemacht. So bewegt er sich zumindest schon mal. Das ist ganz gut. Der schließt dann hier auch ab.
Das heißt, wir können hier sozusagen dann auch unsere unser Förderband hinsetzen. Unsere Kiste werde ich jetzt hier erstmal wieder mit dran machen. Halt, den Schleimball brauche ich. Die Kiste mache ich hier so dran. Darunter kommt ein Trichter und der schmeißt halt alles raus, was wir dort ja, eingesammelt haben. Wir gucken mal, ob die Kiste mitfährt. Jawohl, die fährt mit. Das ist gut. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich das Förderband, also das hier, das nehmen wir gleich als Itemtransport nach vorne. Das dreht sich in die richtige Richtung. Das passt. Wir müssen bloß gucken, dass wir hier, wenn das rausfällt, das irgendwie hier so rüberkriegen. Das wird vielleicht jetzt ein bisschen Fummelei, glaube ich. Aber vielleicht machen wir es so, dass wir hier das um eins noch erweitern. Wenn ich das nämlich jetzt wegnehme hier, dann können wir... Habe ich noch Chefs? Ja, und Chef habe ich noch. Dann können wir das nämlich hier dran machen. Also machen wir hier noch einen hin. Einen dahin. Unsere... Unser Förderband machen wir bis hierher. Dann haben wir quasi hier nochmal ein bisschen Energie. Die können wir uns dann sozusagen irgendwo zunutze machen, um das Förderband zu drehen. Das heißt, wir könnten ja theoretisch, wenn ich noch ein Gearshift hätte in der Tasche, noch ein Gearshift nehmen. Okay, ich hole mal noch ein Gearshift. Ich glaube, ich habe jetzt in dieser Folge schon wieder so viel Zeit rein investiert. Und dabei haben wir nichts gemacht, weil übelstes Rumprobiere war. Halt, Quatsch. Ich muss hier vorne. Crate-Sachen sind hier. Die Crate-Sachen. Da haben wir eine Gearbox, genau. Ich sage immer Gearshift, aber ist ja eigentlich eine Gearbox. So. Okay, die Gearbox. Da hätten wir eigentlich die Energie auch hier nehmen können, weil wir brauchen ja gar nicht so ein langes Band. Gearbox. Warte mal, zwei brauchen wir. Halt. Zwei davon. Eine so und eine so. Ach, Manu, Treter hat das falsch platziert. Immer keinen Platz, ja. das ist so nervig. So, warte mal, jetzt drehen wir die mal in die Richtung, genau. Das verbindet nämlich automatisch. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich das Förderband gleich in die richtige Richtung drehe. Und zwar machen wir das so, dass das Förderband dann hier direkt hier hochkommt. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Jawohl. Der Trichter packt das hier unten hin. Warte mal, ich mach mir mal fix eine Werkbank. Und dann kann ich nämlich hier auch gleich einen Trichter herstellen. Werkbank stellen wir mal hier hin. So. Erstmal brauche ich eine Kiste. Und dann noch die... Zum Glück haben wir ja noch diese Iron Ingots. Ach so, okay, warte mal, das dreht sich in eine falsche Richtung. Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das heißt, wir müssen mal doch noch einen Gearshift machen. Beziehungsweise Gearshift holen.
Okay, Gear Shift am Start. Den setze ich ja hin. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier unten mal noch den Boden ausgehackt. Weil das hat mich, das ging mir auf den Sack, dass ich mich immer ducken musste, beziehungsweise dass ich hinten rumlaufen musste. Das hat genervt. Jetzt machen wir hier mal noch einen Lever dran. Das ist so oben drauf. Dann dreht sich das in die richtige Richtung. Und jetzt ist es nämlich so, dass wir dann wahrscheinlich... Ich setze mal... Wir müssen mal ein bisschen rumprobieren jetzt noch. Die ganze Folge ist ja quasi... die ganze Folge wird ja rumprobiert. Kann ich das jetzt hier direkt mit dem Lever nochmal drehen? Quatsch, mit dem... Jawohl, das passt. Da kommt jetzt hier der dran. Dann hoffe ich doch, dass das hier drüber drauf fällt. Und dann machen wir... Es wäre doch vielleicht besser, wenn wir das gleich um die Ecke drehen könnten. Das wird zu groß sonst, ne? Das wird sonst echt zu groß. Also zu... Wir können halt nicht einfach eine Kurve machen. Wir könnten zwar jetzt hier diesen davor setzen. Dann dreht er sich. Springt halt hier raus. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir das doch nochmal um eins erweitern. Also noch eins weiter hier vorsetzen. So hier. Dann geht das nicht bis ran. So. Und dann können wir das Förderband sozusagen hier hinsetzen. Ein Förderband noch so. Das nächste setzen wir hier dran. Und geht dann hier hin. So. Und die Energie holen wir uns einfach von hier. Da nehme ich nochmal so eine Gearbox. Die könnte man nämlich dann hier so hinsetzen. Dann dreht sich das. Das ist natürlich blöd. Das dreht sich in eine falsche Richtung. Wir müssen dort... Nur gut, dass ich noch einen zweiten Gearshift mit dazu gepackt habe. Das heißt, wir werden den hier hinsetzen. Die Gearbox hier dran. Machen hier nochmal einen. Und legen hier noch einen Lever. Da habe ich nämlich auch noch einen in der Tasche. Den setzen wir hier oben drauf. Dann dreht sich das zumindest schon mal in die richtige Richtung. Das müssen wir mal noch miteinander verbinden. Warte mal, das machen wir auf der anderen Seite. Da haben wir nämlich Platz dafür. So. Da dreht sich. So viel Aufwand, ja. So. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, ob da jetzt auch was ankommt, ja. Wenn ich jetzt hier das abgeerntet habe, ob der das auch einsammelt. Wir sollten jetzt ein paar auf jeden Fall drinne haben gleich. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt funktioniert es schon wieder nicht. Das liegt wahrscheinlich an dem Trichter mal wieder. Ja, es liegt an dem Trichter. Wir können ja mal gucken, ob da was in der Tüte drin ist. Da sind 31 Kelps drin. Also, jetzt müssen wir mal schauen, warum der Trichter Bestandteil von der Kiste ist.
Ah ja, hier sehen wir, dass das hier miteinander verbunden ist. Okay, so wie es nämlich aussieht, ist das hier miteinander verbunden. Das geht bis hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie das mit dem abknüpfen kann. Das geht, glaube ich, nicht. Mit dem, dass man mit dem, mit der Ranch, dass man sagen kann, okay, gut, die Blöcke sozusagen nicht wegnehmen. Ich glaube, man kann bei dem Chassis hier, wenn ich den jetzt hier mal wegmache, kann man sagen, den Radius auf 2 Blöcke. Das ist aber natürlich dann blöd, weil jetzt hat er aktuell immer noch das miteinander verbunden. Ein Block. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Knopf drücken würde, würde quasi auch nichts passieren. Da fährt er mit dem Trichter. Ne? Okay, gut, da fährt er halt mit dem Trichter mit. mit dem Trichter und dem Dings. Aber das Blöde ist, dass der Trichter ja dann die ganze Zeit das Zeug rausschmeißt. Das heißt, ich müsste das eventuell anders machen. Vielleicht mache ich unter... Ich könnte theoretisch... Warte mal, es gibt doch hier... Dann machen wir das eventuell anders. Wir können das ja mit so einem Transposer machen. Dass der Transposer dann hier drunter ist. Und dann das eventuell dann hier eine Kiste reinlagert und die Kiste das dann hier rausschmeißt. Das müssen wir mal gucken, wie es am besten ist. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Und ich tüftle vorher nochmal ein bisschen rum, dass das nicht wieder zu viel gefrickelt wird. Weil wir ja ganz schön viel... Oh, da wird zum Block nicht gerendert. Ganz schön viel rumprobiert haben. Und das wollte ich eigentlich immer in den Folgen vermeiden, weil sonst wird das zu lang und eventuell zu langweilig. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und bleibt so schön. Tschüss.